Hallo und herzlich willkommen zur Frage des Tages. Es ist der Tag, an dem die Stimmung in Deutschland auf dem Tiefpunkt steht. Gestern Abend verlor das deutsche Nationalteam gegen Italien mit 2:1 und wurde so aus der Europameisterschaft gekickt. Wir fragen die Münsteraner, woran lag es, dass die Deutschen gestern Abend gegen die Italiener verloren haben? Ich glaube, wenn man vorne die Chancen nicht reinmacht, irgendwann rächt sich das. Und Italien ist, glaube ich, eine Mannschaft, wenn die 1-0 oder 2-0 führt, das ist genau ihr Spiel. Da kann man dann auch nichts mehr machen. Was sagst du dazu? Vor allen Dingen, Italien war ja eigentlich immer so eine Sache in den Meisterschaften. Und ja, wenn die halt einmal führen, dann legen es die echt drauf an halt. Und die Deutschen, wir sind eine sehr junge Mannschaft, werden schnell eingeschüchtert dann dadurch. Wir wurden einfach nervös, waren nicht mehr konzentriert und das hat sich dann natürlich auch irgendwie gezeigt. Was glauben Sie, warum die Deutschen gestern gegen Italien verloren haben? Also unsere deutsche Mannschaft hat sehr gut gespielt, aber ich befürchte, die Italiener waren einfach ein bisschen einen Tacken besser als wir. Aber trotzdem, Brasilien 2014 nächste Chance. Die hat zu lahm gespielt. Die Italiener waren viel mehr bei der Sache, haben viel mehr angegriffen und die Deutschen haben mir überhaupt nicht gefallen gestern. Was glauben Sie? Ja, die Italiener waren hervorragend und ich habe geahnt, dass die Deutschen keine Chance haben. Es ist eine zu junge Mannschaft, die kommen gegen so ausgefuchste Spieler nicht an. Wie hat Deutschland gestern gespielt? Scheiße! Was glauben Sie, warum die Deutschen gestern gegen die Italiener verloren haben? Ich glaube, die haben verloren, weil die haben einfach nicht gut gespielt. Die haben den Italienern zu viel Spielraum gelassen. Am Anfang die beiden Chancen, die sie hatten, die wirklich großen Chancen, auch vergeigt. Also im Vergleich zu dem England-Spiel, da haben die Engländer ja wenigstens noch den Italienern nicht so viele Chancen gelassen und dann die Deutschen gestern. Also das war nicht gut gespielt von den Deutschen. Es war abzusehen, dass die Italiener gewinnen. Einfach zu stark. Weil sie eine schlechte Leistung abgeliefert haben und die bessere Mannschaft gewinnt. Ganz eindeutig. Woran lag es, dass sie eine schlechte Leistung abgeliefert haben? Ja, die haben nicht das auf den Platz gebracht, was sie sich vorgestellt haben. Und außerdem muss man noch dazu sagen, einen ganz großen Fehler hat der Trainer gemacht, unser Herr Löw, im Grunde genommen, indem er nicht Reus von Anfang an hat spielen lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, ich glaube einfach, dass sie sich vom italienischen Führungstreffer vom 1-0 sehr hat beeindrucken lassen. Und dann hinterher hat ja gar nichts mehr wirklich funktioniert. Das Passspiel hat nicht mehr richtig funktioniert. Sogar die Ballannahmen haben nicht richtig geklappt. Und für meine Begriffe war es einfach völlig unter der Leistung der deutschen Mannschaft. Und deswegen haben wir auch verloren. Und natürlich die beiden Tore von Balotelli waren einfach herausragend. Das muss man einfach zugeben. Ja. War es die fehlende Leidenschaft, die falsche Taktik oder vielleicht doch die falsche Aufstellung? Wir wissen es nicht so genau. Fest steht, dass wir den Deutschen für die nächste WM alles Gute wünschen.